Wir scouten mit einem Mutter und schauen, was es hier für Proto-Stuff gibt. Oh verdammt, da gibt es sogar viel zu viel. Ich bin erfreut, junger Zirbelbart. Und solange mein wertvoller Schatz intakt bleibt, werde ich auch weiterhin erfreut sein. Daher soll das Leben dieses Wesens mit seinem eigenen verschmolzen werden. Gedeiht das Wesen, geht es auch dir gut. Denn du bist ein Teil des Schwarms. Sollte dein Fleisch jemals versagen, wird dieses Fleisch neu erschaffen. Das ist mein Bund mit allen Zirbeln. Du bist jetzt stark genug, um die Härten einer Borgreise mit dem Schwarm zu ertragen. Daher werden wir nun endlich diese verfluchte Welt verlassen und den Kokon im Schwarmcluster auf dem Planeten Char verankern. Noch immer befinden sich Überreste der Protoss-Flotte in der Umlaufbahn um diesen Planeten. Sie werden ständig versuchen, unseren Exodus zu verhindern. Solltest du es nicht verfehlen, die Kirche, wird dir meine Meinung zur Sizer-Stichzählung. Gut, und damit willkommen zurück zu Let's Play StarCraft. Auf jeden Fall, ihr habt schon gesehen, der Overmind hat so einiges drauf. Wenn wir als Cerebrat sterben, wir haben einen Pakt mit dem Typen, also wir schützen ihn und seine Brut und dafür sind wir praktisch unsterblich. Und wir müssen jetzt den Kokon irgendwie von Tarsonis wegbringen, das heißt, wir müssen den zu einem Signal hieven. So, oh, wer Mutas, nicht schlecht. Kommt da noch was? Oh, schaut euch das an. Jägerkiller. Alter, richtig geil. Wir haben eine richtig starke Zerg-Einheit gerade. Overlord. Müssen wir... Da ist doch schon der Kokon. Achso, wir müssen ihn da rüberbringen. Alles klar. Gut. Aber da fehlt doch was. Genau, das hatte gefehlt. Eine funktionierende Eco. Auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, wir brauchen mehrere Brutstätten, damit wir auch vernünftig produzieren können. Und deswegen haben wir jetzt zwei. So, wir machen mal eine Tiefenkolonie zum Schutz. Overlords können so ein bisschen scouten gehen. Hier oben haben wir Jägerkeller, das ist eine extrem starke Hydralistenart. 20 Schaden! Normale Hydralisten machen nur 10. Haben auch weniger Leben. Ja, sind halt doppelt so stark wie Viecher. So, auf jeden Fall, Brutsteinpool haben wir, glaube ich, schon. Jop. Zerglänge könnten wir deswegen schon bauen. Das heißt, was wäre denn das nächste, was wir bauen sollten? Hydralistenbau zum Beispiel. Und wir haben jetzt auch Tier 2. Dafür brauchen wir aber den Bau. Also wir müssen das Teil mutieren. Haben wir noch nicht genug Vespin für. Also bauen wir erstmal eine Evolutionskammer. Dahin. So. So. Gut. Da ist es irgendwie aus irgendeinem Grund. Nein, was? Ich wollte den Overlord anwählen. Der geht mal darüber. Bisschen scouten. Und Hydras. Was für eine Fresse. Okay. Gut. Bauen wir doch mal ein paar Zerglinge. Und noch ein paar Zerglinge. Dafür haben wir nicht genug Supply. Das heißt, einen Overlord auch noch raushauen. Gut, außerdem. Man muss immer schön Drohnen nachproduzieren, wenn man Gebäude baut. Denn das geht eben auf die Eco. So, Hydralistenbau, kommt mal dahin. So, Evolutionskammer ist fertig. Wir machen gleich mal ein Upgrade für Viecher. Für Viecher. Cool. So, Zerglänge. Cool. Ah ja. Das heißt, am besten, damit es schneller geht, gleich zwei Evolutionskammern bauen. Und, das ist wichtig. Stimmt. Ja, komm, mach mal hin hier. Please. Overlord. Also, wir brauchen immer schön Drohnen, wenn wir Gebäude nachproduzieren. Ein Gebäude bauen. So, Zerglinge. Wie sollen wir das da eigentlich rüberschiffen mit einer Drohne oder was? Könnte gut sein. Auf jeden Fall hier. Mutalisken, machen wir mal so ein kleines Sneaky. Oh, verdammt. Schlechter Plan. Oh, alles klar. Na gut, das könnte man doch. Das geht doch. Leute, das geht doch. Das funktioniert doch gegen ein paar Zealots und eine Cannon. Wie geht down? Sehr schön und weg. Haben wir schon mal die ersten Protostreitkräfte weggemacht. Ah ja. Mutas könnte mal helfen, wenn es geht. Wo werden die an? Oh shit! Alter, Dragoner! Greif die Dragoner an!
tun? Alter, wir überrennen die ja schon von Anfang an. Oh nein, 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 zurück, 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 zurück. Hydras. Hydras. Komm, greif mal den da oben an. Der kann gegen Bodeneinheiten nicht. Das ist ein Scout. Die sind. Die mal klicken, wenn die sterben. Scouts sind sehr stark gegen Lufteinheiten, sind aber übelst schlecht gegen alles, was am Boden rumgammelt. So, Hydra ab. Na gut. Mit ein paar Hydras. Alles klar. Dann machen wir gleich. Okay, wir brauchen mehr Vespingas. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein kleines bisschen. Da komm du, kleine Drohne. Perfekt, dankeschön. Gut. Wir können schon mal so ein bisschen vorpreschen. Machen wir das gleich mal. Nein, der die Mutas sollten bitte in eigener Gruppierung sein. Mutas, ihr seid Nummer 2. Und die beiden Brutsch. Komm, machen wir dich mal auf, keine Ahnung, die 6. Oh shit, greif den an, schnell. So. Attack! Ach ja, Dragoons, die nerven die Sau. Außerdem ist Zealot ziemlich stark im Nahkampf. Komm, tötet sie alle. Ich glaube, unsere Mutas werden hier down gehen. Nee, doch nicht, die halten genug aus. So, Klinge. Und was? Nein. Linge. Außerdem mutieren wir dich mal zu einem Bau, damit wir Tier 2 machen können. Dann Upgrades. Oh, verdammt, was zur Hölle? Was machst du? Oh, das war knapp. 5 Leben noch. Wenigstens regenerieren die Einheiten sich. Die Zerg-Einheiten. Regenerieren sich immer, immer schön. Jetzt machen wir den Sammelpunkt mal da hinten hin. Darüber. Zerklinge. Und da wir jetzt Zerklinge haben, kommt noch Mutas. Was ist Mutas? Hydras. Gut, Upgrades, das erste sollte fertig sein. Leider können wir die Jägerkeller nicht benutzen, die sind zur Verteidigung gedacht. Evolution ist fertig, dann können wir als nächstes das Schild-Upgrade machen. Gut, da du eh praktisch tot bist, könntest du mal so ein bisschen scouten. Wir scouten mit einem Mutter und schauen, was es hier für Protoss-Stuff gibt. Oh verdammt, da gibt es sogar viel zu viel. Dieser Mutter wird sowieso sterben, also können wir mal so ein bisschen scouten. Über die Map. Oh, verdammt. Junge, bleibt weg. Kommt der jetzt ernsthaft? Nee. Gut, haben wir hier oben noch irgendwas? Nicht, dass wir dann irgendwie von der Seite überrannt werden. Das wäre schlecht. Also schauen wir mal. Da gibt es ein paar Zealots. Die greifen wir gleich an, natürlich. Denn die haben nichts gegen uns Air-Units auszusetzen. Gut, hier. Nimm mal, Junge. Zealot. Nehmen wir den mal aufs Korn. Alles klar. Wir haben den Bau. Und das heißt... Wir können einen Schössling bauen. Und Schösslinge sind für Lufteinheiten gedacht. Machen wir das mal. Für Mutas und so. Außerdem Upgrade. Oh verdammt, ich hoffe, dass das Pingas reicht. Und ein paar Drohnen. Und ein paar Hydras. Ja, da... Okay, 200. Gut, das ist immer blöd. In StarCraft 2 ist es so, die Mineralien, wenn man Gebäude baut oder sowas, dann werden die sofort... genommen. In StarCraft 2, in StarCraft 1 erst, wenn die Viecher die auch wirklich bauen. Fick mich. Gut, geht nicht. Geht noch nicht. Wo sind die Drohnen eigentlich? Hier. Okay. Komm, Leute, geht mal darüber an die Mint. Und ihr? Gut, ihr seid 2, 1 sind die Linge. Rennt man noch nicht ganz so weit vor, please. Und was machst du da? Leute, ihr seid dumm wie Kacke. Bitte macht mal was gescheit. Gut, einfach drauf. Oh, verdammt, das war keine gute Idee, fürchte ich. Das war sogar eine recht schlechte Idee. Nein. Einfach drauf zu rennen. Oh, verdammt, ich brauche mehr Overlords. Verdammt, warum muss das jetzt laggen? Gut, das Vieh ist schon mal down. Wir bauen Overlords ein paar. Und ihr geht... Na gut. Gut, die rennen einfach drauf. Bitte geht nicht so sehr in
Oh Mann, warum muss denn jetzt die So, der ist weg. Gut, Leute, ihr haltet mal die Stellung. Ah, da fällt mir gerade was... Ah, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Kriecher. Kriecher. Kriecher erweitern. Kriecherkolonien bauen. Hier. Das haben wir noch gar nicht gemacht. So, und natürlich muss weiter vorgerannt werden. Angriff. Das wird schmerzhaft für die Protoss. Ja, ich schätze, die Mission wird jetzt nicht so dramatisch. Es ist blöd. Es ist blöd, wenn die Zealots an die Hydras rankommen. Denn Zealots machen scheiß viel Damage. Was ziemlich blöd ist. Gut, Overlords sind fertig. Schösslinge können wir inzwischen bauen. Machen wir. Obwohl, ich weiß nicht. Nützt das für die Mission ist es eigentlich. Nee, lassen wir es sein. Machen wir lieber in der nächsten Mission oder so, wenn wir auch mal wirklich Lufteinheiten brauchen. Kolonie. Und dann bauen wir halt jetzt. Gut, hier, die Lufteinheiten haben wir schon mal, nämlich Mutalist. Und Terror. Terror sind Selbstmordeinheiten, sowas wie die Banelinge, nur halt in der Luft. Und viel, viel stärker als Banelinge. Oh, da fällt mir. Ah, alles klar. Gut, kostet aber eine Menge. Leute, dann greift doch mal weiter an. Eins. Wir müssen ja irgendwie da runterkommen, also macht mal ein Selbstmordkommando oder so. Okay, Leute. Da haben wir gleich die nächsten Streitkräfte, die nächsten Gebäude. Die sind Kleinvieh. Gut. Also echt, die Zerklänge, die hauen ganz schön drauf. Was greift ihr denn den Pilen an? Was ist denn das für eine dumme Kacke? Gut, weg mit dem Dragoon. Und weg mit dem Zealot. Oh, nein. Hydra. So, das Ding. Nicht den Scheiß. Wie kommt der? Ihr werdet gerade von der Seite angegriffen und was macht ihr? Ihr greift den Pilen an. Was für ein Dreck ist das denn? Oh, Pilen mehr da. Gut, dann hier. Hydras. Dann können wir hier mal das Upgrade machen, das nächste, beziehungsweise ein Panzer-Upgrade. Aber das kostet bei Zerg nämlich ziemlich. Oh, da fällt mir ein, da oben ist ja noch. Ja, mach mal so ein bisschen, ne? Kennt man ja. Ah ja, genau. Angriffe von Mutalisten springen auch auf andere Einheiten über, wenn sie in der Nähe sind. So. Gut. Natürlich greifen wir nochmal an. Was glaubt ihr denn? Stimmt, kein Westin da. Da werden wir da vorne schon angegriffen. Oh, ach so, stimmt, die Zerklinge sind ja arschschnell. Also für heute vor, Jungs. Oh, nein, 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 das lassen wir schön. Das lassen wir schön bleiben. Ja, die da vorne können wir ruhig allein lassen, die packen das. Aber wir müssen weiter den Kriecher vorantreiben. Also, Kriecherkolonie, weiter runter. Und der da oben stirbt jetzt wahrscheinlich. Ja, kann er machen. Sein Ding, wenn er in den Tod rennen möchte, kann er das gerne tun. Attack! So, ihr geht weiter vor. Die Linge von vorhin sind ja alle tot. Also seid ihr Reinforcements. Machen wir weiter. Linge über Linge. Wo kommt der her? Na gut, ihr greift mal da an. Muss alles weg. Da oben sollte nichts mehr sein, oder? Weiß ich nicht. Wir gehen mal straight zum Signal rüber. Wir müssen nicht alles clearen. Wir sollten nur irgendwie safe genug sein, da reinrennen zu können. Damit uns nicht irgendwas von hinten überrascht. So, Reinforcements sind auch wieder da. Dann, würde ich sagen. Upgrades, kann man da noch irgendwas machen? Sollten wir da noch irgendwas machen? Gut, warum nicht? Dann kommen jetzt noch ein paar Hydras und ein paar Zerklinge. Yeah. Wir brauchen Mineralien, okay. Attack! Was ist jetzt die Gruppe, die da hinten angreift? Gut. So, Alter, was? Sind da wieder einfach irgendwie Stelle drum. Gut, da oben wird weiter attacked. Gut, du, bring mal das Mineralien-Ding weg und dann
Nimm den Kokon. Linge! Okay. Gut, wir müssen dann doch alles töten. Oder wie? Wir sollen irgendwie Verderben bringen. Ja, Leute, bitte nicht aufs Signal rennen. Gut. Die Drohne hat den Kokon. An der Stelle könnten wir theoretisch speichern. Zur Sicherheit. Aber nein. So, wir haben ja wenigstens noch so ein Squadron dabei, nämlich ein paar Linge. Und jetzt... Oh, verdammt, war ja klar. Weg! Ausgerechnet, jetzt müssen die daherkommen. Jetzt haben wir keine... Einheiten hier. Ist jetzt richtig schön blöd. Gut, unser Overlord wird wahrscheinlich down gehen. Dann geht mal darüber, bis die Spornkolonie fertig ist. Ach... Gibt's ja nicht. Ausgerechnet jetzt kommt sowas. Spawn-Kolonie, please. Und er haut wieder ab. Okay. Was für eine Kacke! Was für eine Kacke, Mann! Das ist ja... jetzt der letzte Witz. Oh! Du nicht. Gut, wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Wir wollen ja nicht angreifen, wir wollen einfach nur darüber kommen und zwar lebend. So. Mit der Drohne, die den Kokon hat. Da drüben wird wieder fleißig gebattelt. Oh. Oh, aufpassen. Weg, weg, weg. Nicht die Drohne. Ist scheißegal. Der Ling, der verkraftet das. Aber ihr könnt angreifen, wenn ihr wollt. Nicht die Drohne muss darüber. So. Ja, komm, alter Junge! StarCraft 1 KI. Ich sag's immer wieder. Und wir müssen zu dem Signal und das hätten wir damit geschafft. Mach dich bereit, Cerebrat. Dein erster Sprung durch den Warp-Raum könnte etwas verwirrend sein. Ah, danke für die Info, aber ich hab nur gesiegt. Ende. Yo! Wir haben gegen der Expeditionsstreitmacht gekämpft. Sargas-Stamm. Alles klar. Damit sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play StarCraft.